So, hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Anfängerkurses für Zerg Teil 3. Ich bin immer noch euer Host und mein Name ist immer noch Mark. Und im Teil zuvor haben wir uns um das Verbreitern von Creep gekümmert. Und jetzt im zweiten Teil wollen wir uns um das Auffächern unserer Overlords kümmern, um noch mehr Map Vision zu behalten. Zu erhalten, das Idee, noch mehr Map Vision zu erhalten, zum Beispiel in Bereichen, die Creep eben nicht abdecken kann. Ja, Bereiche, die wir eben, die im Luftbereich liegen, unter denen keine Fläche ist, mit denen wir, die wir mit Creep bedecken können. Und darum müssen wir dementsprechend auch ein paar Overlords bauen und ein paar, also die wir sowieso bauen müssen, um Supply zu erhalten. Und anschließend können wir diese Overlords aber auch ein bisschen auffächern. Bisher hingen die Overlords immer nur so ein bisschen in unserer Base rum. Wenn wir ein bisschen Zeit übrig hatten, haben wir sie vielleicht mal so ein bisschen aus dem Weg gezogen, damit sie nicht irgendwo dumm rumstehen, wo sie vielleicht einfach weggeschossen werden oder so. Oder wo sie uns nerven beim Kontrollieren unserer Einheiten. Aber jetzt wollen wir definitiv auch die Overlords ein bisschen sinnvoller einsetzen und versuchen, diese Overlords noch an Stellen zu schicken, wo sie uns ebenfalls ein bisschen extra Sicht gewährleisten und wo wir noch ein bisschen mehr mit ihnen anfangen können. Ne? Das ist dementsprechend die Idee. Das heißt also auch, dass zu unserem bisherigen Mantra jetzt natürlich noch ein weiterer Punkt hinzukommt. Und bevor ihr diesen Punkt übt, solltet ihr auf jeden Fall erst einmal mit dem ersten Teil, nämlich dem Creep-Verbreiten, klarkommen und das erstmal wieder ein paar Spiele lang üben, bevor ihr dann das Overlord-Spreading auch noch versucht zu implementieren. Ja? Aber im Grunde läuft es jetzt so weiter, wie wir es bisher hatten. Injects, Overlords, Drohnen, Units, Creep. Und jetzt eben als nächster Punkt das Auffächern. Ja? Es gibt an Karten verschiedene Overlord-Punkte, die wir normalerweise abdecken wollen. Ich kann natürlich jetzt nicht auf alle Karten eingehen. Wir werden wieder auf Daybreak spielen und dementsprechend werde ich da ein paar der Punkte zeigen. Es gibt noch weitere klassische Overlord-Punkte, die könnt ihr relativ schnell euch auch selber aneignen, indem ihr euch ein paar der Karten einfach mal kurz anguckt und guckt. An welchen Stellen hätte ich denn gerne Sicht? Zum Beispiel eben auch in Bereichen, die ich mit Creep nicht abdecken kann. Das erfordert eigentlich nur mal so ein kleines Übungsspiel oder ein Übungsspiel gegen die KI. Oder ihr geht zum Beispiel auf eine Seite, auf der ihr die Karten als JPEGs oder so einsehen könnt und guckt euch mal an, wo ihr normalerweise die Overlords hinsetzt. Wir können hier leider nicht auf alle Punkte eingehen. Das ist leider unmöglich. Aber wir wollen zumindest mal gucken, was wir hier tun können. So, dementsprechend gehen wir jetzt auch nochmal ins Spiel. So, und gucken jetzt weiter, wo wir ein paar Overlords verteilen können. Deswegen wird sich jetzt natürlich hier auch im Spiel sicherlich einiges verzögern, aber im Grunde wollen wir jetzt einfach die Punkte weiter durchgehen, die wir bisher hatten, und sie nur um das Overlord-Spreading erweitern. Das heißt also, wann immer wir Lücken wieder in unserem Spiel haben, Zeitlücken, wo wir merken, puh, jetzt habe ich noch irgendwie Zeit für irgendwas übrig, wollen wir noch ein paar Overlords verbreiten und einfach gucken, das können wir auch teilweise ad hoc machen, wo wir die hinsetzen. So, gehen wir also erstmal wieder zurück zum Spiel, bauen wir hier erstmal wieder eine Drohne und jetzt so langsam gewöhne ich mich auch wieder an die Hotkeys. So, setzen wir dementsprechend den einen Rallye-Punkt hier vorne hin. Ja, und hier haben wir jetzt auch im Grunde schon den ersten Overlord und den können wir auf Daybreak hier vorne hinschicken, ja, an diese Stelle. Denn hier auf dem High Ground wird er nicht gesehen. Wir haben aber die Möglichkeit, alles zu sehen, was hier so passiert und zum Beispiel diese Base in diese Richtung hier verlässt. Und das ist schon mal eine super Möglichkeit. Deswegen kommt der erste Overlord dahin und in der Zwischenzeit produzieren wir einfach noch unsere Worker. 4SD. 4SD. Jetzt sind wir schon bei 9. Jetzt brauchen wir also schon einen weiteren Overlord. 4SV, 4SV, 4SV. Auch wenn wir es noch nicht haben, jetzt haben wir es. 4SV. So, und diesen Overlord schicken wir im Normalfall immer hier drüben hin, da wo wir unsere Base bauen wollen, unsere zweite Basis. Denn damit können wir verhindern, dass der Gegner zum Beispiel hier unten irgendwelche Cannon Rushes abzieht oder irgendwelche Bunker baut oder sonst irgendwas macht. Ja, wir würden es dementsprechend rechtzeitig sehen. Ja, das ist die grobe Idee. Und den Zaun können wir übrigens auch mal wieder aktivieren. 4SD. So, jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen mit den Workern hinterher, weil ich jetzt, wie gesagt, immer ein bisschen was erklären musste und in der Zwischenzeit natürlich vergessen habe, Dinge zu bauen. Macht aber, wie gesagt, nichts. Ist auch bei eurem Spiel nicht so wichtig, dass es immer absolut optimal, spot on, genau auf den Zeitpunkt gerät, auf den es geraten soll. Ja, das ist gar nicht so entscheidend, sondern es geht nur darum, dass ihr das generelle Abwickeln immer mehr verbessert. Ja, und das wird mit der Zeit ganz von automatisch passieren, wenn ihr einfach nur ein bisschen die Ruhe bewahrt. So, 4SD. So, jetzt haben wir auch gleich erstmal wieder genügend Kohle und können dementsprechend hier erstmal wieder ein Spawning Pool bauen. Wunderbar. Unser Overlord trottet inzwischen immer noch hier rüber. So, wir bauen jetzt wieder hier, bis wir 16 Worker haben und dann brauchen wir einen weiteren Overlord.
4SD, 4SD, da haben wir ihn jetzt auch schon. So, dann brauchen wir jetzt dementsprechend gleich 4SV. Mal dementsprechend hier einen weiteren Overlord, weil wir uns nämlich sonst gleich wieder Supply blocken. 4SV, 4SV, da ist er. So, diesen weiteren Overlord können wir jetzt zum Beispiel schon mal woanders positionieren. Wir könnten ihn zum Beispiel auch hier hochschicken, damit würden wir nämlich ebenfalls hier unten ein bisschen Sicht kriegen. Wir können ihn aber zum Beispiel auch mal hier in diesen Luftraum schicken, weil wir nämlich diesen Bereich, wo zum Beispiel gerne Drops oder sowas können, überhaupt nicht überwachen können. Ja, also machen wir das mal. Und jetzt können wir in der Zwischenzeit auch hier unten schon mal eine weitere Hatchery bauen. So. Das auch nochmal gemacht. So, jetzt ist der Spawning Pool fertig. Also können wir jetzt hier schon mal eine Queen in Auftrag geben. Da unten wird unsere Hatch gebaut. Deswegen setzen wir jetzt hier mal die neuen Rally Points. Wunderbar. Und in der Zwischenzeit produzieren wir einfach weiter erstmal Worker. Nicht vergessen, dass wir hier bei 22 wieder einen weiteren Overlord bauen wollen. Denn das vergisst man ja nun doch recht gerne. So, beziehungsweise wir können jetzt eigentlich sogar gleich einen Auftrag geben, weil wir nämlich jetzt hier auch gleich eine weitere Queen setzen. Also 4SV, 4SV, da ist er auch schon 4SV. So, jetzt wird hier gleich die erste Queen fertig, dann können wir gleich die zweite in Auftrag geben. So, wir sehen, wie ich jetzt wieder hier so ein bisschen Lücken übrig habe. So, hier gleich die nächste Queen, die legen wir auf 3 und mit V injecten wir schon mal und dann schicken wir sie bereits hier runter. Wunderbar. In der Zwischenzeit können wir jetzt auch schon mal einen Roadhome bauen, einfach weil wir nämlich ein bisschen Zeit übrig haben. Und dann erstmal weitere Drohnen. So, hier ist jetzt zum Beispiel ein weiterer Overlord, den können wir jetzt erstmal hier rüber schicken. So, und wenn wir jetzt ja nun mal den Roadhome bauen, brauchen wir natürlich auch Gas. Das können wir, wie gesagt, ruhig nach hier unten machen. Wer sich aber inzwischen die Hotkeys angewöhnt hat, kann natürlich auch gerne diese Hotkeys verwenden. So, in der Zwischenzeit steht unsere Queen schon mal hier unten. Da oben wird jetzt ja auch gleich eine weitere fertig. Wunderbar, da ist jetzt auch gerade der Inject fertig. So, da haben wir jetzt die neue Queen, die packen wir erstmal auf unser Hotkey und dann 3V, 3V und hier unten können wir einen weiteren Auftrag geben. Und dann erstmal wieder unsere Overlords, 2 Stück und dann der Rest eben Worker. Und dann können wir jetzt hier schon mal Worker ins Gas schicken, wunderbar. So, wo haben wir jetzt noch entsprechend Overlords? Haben wir im Augenblick keine, also müssen wir im Augenblick noch nichts machen. Creep können wir auch noch nicht verbreiten, wunderbar. Ne? Haben wir das alles noch schön im Griff. Wir können mal checken, wie viele Worker wir hier haben, aber da fehlen noch ein paar. So, da sind jetzt Overlords fertig. Wir können jetzt zum Beispiel mal einen darüber schicken und einen mal da unten hinschicken oder ihn sogar hier rüber schicken. So, 3V-Klick, 3V-Klick und dementsprechend erstmal wieder die Overlords und dann erstmal wieder Worker. So, da ist jetzt auch unsere dritte Queen fertig. Das ist ja unsere Creep-Spread-Queen. Also schicken wir die hier auch gleich mal los zum Creep-Spreaden. So, jetzt haben wir hier inzwischen immer noch nicht genug Worker. Von daher warten wir jetzt hier also noch ein bisschen ab. So, Overlords tummeln sich im Augenblick noch nicht irgendwo sinnlos. Hier oben haben wir jetzt schön ein bisschen Sicht. Ne? Man muss jetzt natürlich dann noch langsam anfangen, die Minimap auch zu berücksichtigen. So, da ist wieder unser Inject fertig. 3V-Klick, 3V-Klick. Erstmal wieder unsere Overlords und dann dementsprechend noch ein paar Worker. Und ich schätze mal, dass wir jetzt hier oben immer noch nicht genügend Worker haben, von daher macht das nichts. Und Creep Spread ist natürlich noch die nächste Sache, die wir machen wollen. So, und jetzt haben wir gesagt, wollen wir noch ein paar Overlords verteilen? Ja, super. Verteilen wir mal einen dahin und schicken wir vielleicht nochmal einen nach da hinten hin. So, das wird natürlich später irgendwann recht riskant, die Overlords tatsächlich dann auch an diese verschiedenen Stellen zu schicken. Ja, denn wenn der Gegner zum Beispiel erstmal eine Möglichkeit hat, mit Anti-Air uns die Overlords runterzuschießen, dann ist das natürlich nicht mehr so schön. Ja, 4SVV und dann dementsprechend erstmal ein paar Worker. Und ich nehme jetzt mal an, dass ich hier oben jetzt genügend Worker habe, deswegen können wir jetzt mal alle hier runterrennen. Wie viele haben wir hier oben? Eine wieder zu viel, das ist okay, das können wir ruhig lassen. Das macht überhaupt nichts. Jetzt saturieren wir also erstmal da unten. So, da kommt jetzt auch dementsprechend hier noch ein SCV. Ja, wir kriegen also schon mal ein bisschen Sicht. Ach ja, genau, und wir hatten ja gesagt, nach dem ganzen Kram wollen wir dementsprechend noch Creep verteilen. So, da haben wir jetzt sogar noch einen weiteren Overlord, den können wir mal hier runter schicken. So, da ist der neue Inject, 3V, 3V und dementsprechend 4SVV. Den Rest in Worker investieren und dann eben dementsprechend wieder Creep spreaden. Das klappt jetzt nicht, weil wir es eben gerade verbaselt haben. Und damit ist jetzt unser ganzes Timing natürlich ein bisschen durch den Wind. Deswegen warten wir jetzt einfach mal eine Runde ab, bis wir wieder einen neuen Inject setzen. Und in der Zwischenzeit machen wir jetzt einfach hier mit unserem Overlord-Spreading weiter. Wir können zum Beispiel auch mal einen darüber schicken. So, in der Zwischenzeit haben wir jetzt hier unten auch schon genügend Worker. Also nehmen wir jetzt auch hier schon mal ein Gas. Und dann Gas. So, unsere Injects sind fertig. 3V-Klick, 3V-Klick, 4SVV. Drohnen brauchen wir jetzt nicht mehr. Also können wir jetzt dementsprechend Roaches bauen. Und dann können wir anschließend wieder unseren Creep verbreiten. Wie gesagt, das ist natürlich nicht jetzt so optimal gelaufen, weil wir es eben ein bisschen vergessen haben, den Creep zu verbreiten. Macht aber nichts. Jetzt geht es im Grunde schon wieder weiter. Und Overlords können wir jetzt auch verschicken. Sehr viel weiter können wir unsere Overlords jetzt auch nicht mehr großartig bauen.
So, wir können jetzt aber gleich schon mal eine weitere Hatchery bauen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, eine weitere Makro-Hatch. Dann brauchen wir hier auch eine weitere Queen, denn wir haben massig Overressourcen. 3V-Klick, 3V-Klick, 4SVV für die beiden Injects und dann dementsprechend Roaches. Ja, denn sehr viel mehr machen wir im Augenblick nicht. Und jetzt sind wir unsere Ressourcen schon los. Wir können wieder ein bisschen Creep spreaden, das haben wir ja eben gerade schon gelernt. Wunderbar. Und hier drüben nochmal genauso. Und hier ist noch unsere Makro-Hatch, die können wir jetzt mal einbinden. So, und dann können wir wieder hier alle Rally Points hinlegen und hier alle Rally Points dafür. Und weil uns die Overlords jetzt ein bisschen auf den Keks gehen, schicken wir die einfach gerade mal weg. Und die beiden ebenfalls mal hier rüber. Wie gesagt, sehr viele Punkte gibt es nicht mehr. Inzwischen würde der Gegner auch schon Teile der Map haben und wir könnten unsere Overlords nicht mehr einfach so wild darüber schicken. So, und ein paar Roaches. Und wir haben jetzt hier noch eine weitere Queen. Die binden wir jetzt einfach ein und schicken die schon mal hier rüber. Und wir haben natürlich weiteren Creep Spread, den wir jetzt dementsprechend ja auch noch vorantreiben wollen. Und unsere Queen hat sogar doppelt Energie, also können wir sogar mal zwei neue Creep-Tumore setzen und den hier drüben auch noch bauen. So, in der Zwischenzeit werden jetzt gleich unsere Sachen wieder fertig. Wir können jetzt aber, wie gesagt, hier schon mal ein bisschen weiterbauen. Da kommen jetzt die ersten Units, die werden allerdings gleich witzlos vernichtet. Ja, da ist jetzt unsere Queen, die können wir vielleicht nochmal schnell zurückziehen, damit wir die nicht verlieren. Aber ansonsten wollen wir uns gar nicht so sehr darum kümmern, was hier das ganze Bauen angeht, sondern wir wollen ja immer schön unsere Einheiten bauen und unsere Produktion aufrechterhalten. Die Einheiten werden hier vorne sowieso ziemlich leicht vernichtet. So, und dann, nachdem wir das ja gemacht haben, wollen wir Creep spreaden, Creep spreaden, Creep spreaden. Immer schön Creep spreaden. Wunderbar. Super geht das. Ja, und damit kommen wir dann halt eben auch dementsprechend schon weiter voran. So, unsere Produktion läuft. 3V-Klick, 3V-Klick. Und jetzt haben wir hier die dritte 3V-Klick. Also brauchen wir jetzt erstmal drei Overlords. Oh, jetzt habe ich sogar aus Versehen einen zu viel gebaut. Macht aber nichts. Und die restlichen Roaches. Und jetzt werde ich auch gleich überhaupt keine Overlords mehr brauchen. Die können wir jetzt mal hier vorne sammeln. Jetzt werde ich überhaupt keine Overlords mehr brauchen, denn jetzt bin ich mit Overlords gleich maxed. Aber wir können natürlich weiterhin schön Creep spreaden. Na, kommt er doch nicht hier hoch. Da, jetzt hat er Sicht. Wunderbar. Mal darüber. Auch sowas kann man natürlich teilweise ein bisschen schneller abwickeln, macht aber nichts. So, da ist wieder unser Injex fertig. 3V-Klick, 3V-Klick, 3V-Klick. Overlords brauchen wir jetzt nicht mehr, deswegen können wir direkt Roaches bauen. So, jetzt sind wir auch schon maxed wieder an Roaches. Ja, können jetzt hier dementsprechend erstmal nichts machen und die Overlords können wir mal darüber schicken. Wie gesagt, wir tacken immer noch nicht. Das macht aber eben im Grunde überhaupt nichts. Ja, darum soll es uns im Augenblick nicht gehen. So, wie wir sehen, der Creep verbreitet sich hier richtig schön schnell. Ja, super Sache. Da kann man sich auch relativ schnell dran gewöhnen. Jetzt haben wir immer noch wieder ein bisschen Zeit übrig. Ne? Hier ist immer noch ein bisschen Zeit übrig. Lücke, Lücke, Lücke. Die könnten wir schon wieder für irgendwas anderes nutzen. 3V-Klick, 3V-Klick, 3V-Klick. Und jetzt können wir nichts mehr bauen, weil wir Max sind. Also schicken wir unsere nette kleine Armee einfach mal hier rüber. Und in der Zwischenzeit können wir wieder ein bisschen Creep verbreiten, weil wir ja sonst eben nichts mehr machen können. Aufpassen, dass man sich natürlich mit dem Creep hier nicht die Stellen blockiert, an denen wir vielleicht nachher Basen bauen wollen. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, aber wir sehen schon, wir haben wieder einen recht ordentlichen Creep-Spread. Und wie gesagt, wir haben natürlich massenhaft Overmineralien und sonstige Sachen, die wir irgendwie anders mal ausgeben müssten. Aber das ist nicht Bestandteil der heutigen Sendung, sondern das ist erst Bestandteil der nächsten Sendung. Der Gegner hat sogar einen netten Raven, was ja auch mal interessant ist. Und wie gesagt, Micro ist jetzt hier richtig mies. Ja, aber um Micro wollen wir uns im Augenblick auch nicht kümmern, sondern wir kümmern uns nur um Injects. Ja, nachbauen können wir nicht. Wir haben hier hinten jetzt noch unsere Queen rumstehen. Mit der könnten wir jetzt hier vorne sogar einmal noch ein paar Creep-Tumore setzen. Müssten wir aber, wie gesagt, auch nicht. Kann man aber machen, wenn man halt dementsprechend schon mal dran denkt. So, wo haben wir sonst noch aktive Creep-Tumore da drüben? Wunderbar. Ja, und dementsprechend kriegen wir halt jede Menge Sicht. Ja, hier wird jetzt eben auch dementsprechend schön die ganze Base mal auseinandergenommen. Wenn wir jetzt auch mal ein bisschen Micro wollen, können wir aber mal ranziehen und dann nochmal neu angreifen. Und hier hinten werden inzwischen unsere Injects fertig. Aber dafür muss man, wie gesagt, eigentlich das größte Gefühl kriegen. Ne? Wann eben dementsprechend die Injects auch fertig werden. So, und wenn wir das wieder alles gemacht haben, wir können ja im Augenblick nichts produzieren, weil wir sowieso voll sind. Also schieben wir jetzt dementsprechend unseren Creep weiter. So kann man übrigens auch mehrere Creep-Tumore auf einmal auswählen, ne, wieder Steuerung und dann einfach den Creep-Tumor anklicken und dann kann man die hier zum Beispiel auch relativ gut verteilen. Ja, ist normalerweise auch kein Problem, wenn man also zum Beispiel sehr, sehr viele davon hat, kann man das auch auf diese Art machen. Und inzwischen sind wieder unsere Injects fertig, schön injecten und vielleicht mal mit einer 1 mal kurz nach unserer Armee gucken. Aber da passiert im Augenblick sowieso nicht viel. Und dann haben wir hier jetzt schon gleich wieder die Möglichkeit zu creepen und zu creepen, bis eben dementsprechend die KI aufgibt. Und das ist auch schon unsere ganze Übung. So sieht es dementsprechend aus. Wir nehmen den Sieg wieder gerne an und damit sind wir da auch schon wieder durch. So.
Das soll es im Grunde auch schon für heute gewesen sein. Ja, damit haben wir also nochmal gesehen, wie wir dementsprechend Overlords und Creep einfach weiter verbreitern können, indem wir an unsere mentale Checklist, an unser Mantra einfach weitere Punkte dranhängen und die bis jetzt entstandenen zeitlichen Lücken in unserem Spiel nutzen, um tatsächlich noch ein paar weitere Aktionen durchzuführen, die wir sowieso immer standardmäßig durchführen wollen, die wir eben schön alle 25 bis 30 Sekunden, wenn eben diese Injects ablaufen, abwickeln können. Und das müssen wir halt so lange üben, bis wir immer noch Pausen in unseren Injects übrig haben. Denn diese Pausen können wir dann für weitere Dinge nutzen. Diese Pausen können wir dann tatsächlich für aktives Denken und für aktive Aktionen verwenden, bei denen es dann zum Beispiel darum geht, Scouting-Informationen auszuarbeiten oder darüber nachzudenken, welchen Tech-Weg ich jetzt als nächstes einschlage und so weiter und so fort. Das können wir dann machen, wenn wir eben Lücken bekommen, dadurch, dass wir diese Abläufe immer wieder trainieren, immer mehr Automatismen entwickeln und dadurch letztendlich die Möglichkeit haben, all diese Aktionen abzuwickeln und dann aber noch Platz bleibt, um weitere Aktionen durchzunehmen. Das soll es für heute, wie gesagt, erstmal gewesen sein. Im nächsten Anfängerkurs für Zerg wird es dann um Scouting und Tacking gehen. Denn das ist jetzt natürlich der Bereich, in den wir als nächstes eindringen müssen. Wir müssen jetzt also natürlich nach und nach mal nicht nur einfach immer nur noch Roaches bauen und nie im Grunde unseren Tech hochstufen, sondern das ist jetzt natürlich der nächste Teil. Wir sind immer noch nicht bei Three-Base-Play. Wir versuchen also immer noch nicht weiter zu expandieren. Ist nicht das, was wir machen wollen, sondern worum es uns tatsächlich geht. Und da klingelt das Telefon. Ich werde es jetzt gerade mal geflissentlich ignorieren. Und hier drüben jetzt leider auch, was natürlich super ist, denn ich dachte eigentlich, ich hätte das jetzt hier tatsächlich weggepackt, deswegen muss ich jetzt dementsprechend hier immer mal so draufdrücken, damit das funktioniert. Macht aber nichts. Nächstes Mal also Scouting und Tacking. Das soll es dementsprechend gewesen sein. Bleibt mir gewogen, bleibt mir erhalten und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.